In der Lebenshilferegion Judenburg ist immer was los. So auch zum Beispiel am 23. Juni wieder, wenn hier in Fonsdorf das zweite Benefiz Open Air über die Bühne geht. Die Vorbereitungen auf das Event, die laufen auf Hochtouren. Vor kurzem lud man zu einer Pressekonferenz zum Thema und wir waren für Sie vor Ort. Musik verbindet. Unter diesem Motto wird es im heurigen Jahr ein Benefiz Open Air in Fonsdorf geben. Veranstaltet von der Lebenshilferegion Judenburg ist dieses ein absoluter Höhepunkt im Veranstaltungskalender. Ja, es erwartet uns ein buntes Musikprogramm, ein Come Together sozusagen. Also am Fahraktiv-Zentrum hier in Fonsdorf. Es ist unser 2.0, das heißt, man kauft ein Ticket bei uns, es ist kostet 25 Euro und bekommt, das ist ja gleichzeitig eine Spende deswegen, und man bekommt dafür eben einen bunten Abend mit toller Musik in die Richtung Austropop, deutscher Pop, mit verschiedensten tollen Künstlern aus der Region und einem Newcomer aus Wien, und da freuen wir uns besonders, und es ist ein inklusives Fest. Also wir haben ja auch Mundwerk dabei. Mundwerk sind 10 Musiker mit Handicap, und das ist einfach eine tolle Geschichte und wir hoffen, wir haben viel Spaß und Freude dabei. Die Lebenshilferegion Judenburg ist ja sehr aktiv. Warum veranstaltet man jetzt auch ein Konzert? Wir haben ja schon mal eins veranstaltet vor 4 Jahren und unser Ziel war es, alle 2 Jahre eins zu veranstalten. Nur leider Corona hat uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, und heuer haben wir gesagt, es wird an der Zeit, dass wir wieder in der Region was machen für die Region und gleichzeitig eben für uns. Wir sind ja Non-Profit-Unternehmen, machen keine aktiven Spendensammlungen jetzt in dem Sinn, aber brauchen natürlich immer wieder auch Gelder, um unsere Kunden oder verschiedenste Projekte zu unterstützen. Und das ist einfach der Abend, wo wir hoffen, dass uns ganz viele unterstützen, und als Dankeschön machen wir eben diese Musikveranstaltung. Und zum Schluss die Tickets, wenn man jetzt Interesse hat, gibt es wo? Also die Tickets gibt es in allen Einrichtungen der Lebenshilferegion Judenburg, auch am Bistro, was am LKH ist, beim Marktwirt, unserem Restaurant, aber auch in der Verwaltung, also, oder auch bei mir jederzeit zum Erhalten, aber auch auf der Gemeinde in Fonsdorf liegen Tickets auf. Und wenn auch Sie, Natascha, das Steirermadl, die Herrenpartie, Mundwerk, Noah, die Seetaler oder Maximilian Bacher live erleben möchten, dann machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel.